Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über eine interessante Geschichte aus Matthäus 21. Hier treibt Jesus alle Verkäufer aus dem Haus Gottes raus, aus dem Tempel. Er kommt rein und sieht, da verkaufen Leute, die wechseln Geld, die verdienen hier etwas. Und er jagt sie einfach raus und sagt, mein Haus muss ein Haus des Gebetes sein. Und dann geht er weiter, sieht einen Feigenbaum, er will essen, er will, sucht hier Frucht und da gibt es keine Frucht. Und er spricht einen Fluch für den Baum und der Baum verdorbt. Sofort verdorrt und nichts ist mehr da und die Jünger sehen, gerade war dieser Baum grün da und auf einmal ist er verdorrt. Interessant, und diese zwei Fälle möchte ich gerade jetzt lesen. Und Jesus ging zum Tempel hinein, trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der Wechseltische und die Stühle der Taubenkrämer und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Ja, so ist es wichtig, Jesu quasi. Es sind noch ein paar Tage, bis er ans Kreuz kommt. Bis er also wirklich so starke Leiden erleiden muss. Letztendlich sterben am Kreuz. Dann in zwei Tagen auferstehen. Und es ist ganz nahe. Und hier noch einmal macht er etwas ganz Besonderes. Er reinigt den Tempel von diesen Leuten, die gierig stehen da und erwarten, dass sie was verdienen. Und da kommt jemand rein und betet und will also bei Gott um Vergebung, also Vergebung erlangen. Und er steht da, er ist bereit, alles Mögliche zu kaufen und ein Opfer bringen, das Gott ihm vergibt. Und da stehen sie schon da und verkaufen ihre Schafe, ihre Tauben und verdienen da. Und Jesus war es ein Gräuel. Und er sagt, also geht raus von hier, treibt sie raus. In einer Bibelstelle steht es sogar mit der Peitsche, treibt er sie raus. Hier soll gebetet werden. Wie wichtig ist für uns es zu wissen, wenn wir in eine Kirche gehen, in ein Gemeindehaus, es ist ein Platz, wo man beten soll, wo man beten kann. Wenn auch während des Gottesdienstes mehrmals gebetet ist, es ist schön. Es ist ein Platz, wo man beten soll. Es ist so wichtig. Und dann weiter lesen wir. Und er sah einen Feigenbaum auf dem Wege und ging hinzu und fand nichts daran, denn allein Blätter. Und sprach zu ihm, nun wachse auf dir hinfort nimmer eine Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte alsbald. Als da das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so bald verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, so ihr im Glauben kommt und nicht zweifelt und betet, ich werde auch solches tun, nicht nur so was, was ihr mit dem Feigenbaum gesehen habt, sondern so ihr werdet sagen zu diesem Berge, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubet, werdet ihr es empfangen. Interessant, etwas passiert, also Jesus hat Hunger, er war ein ganz normaler Mensch. Und er geht an diesem Feigenbaum vorbei und sucht Frucht. Und da ist nichts. Und was macht er? Er sagt also, an dir soll nichts mehr wachsen. Eigentlich ein Fluch, spricht er raus. Und der Baum vor Augen dieser Jünger, der wird war grün und er verdorrt. Und die verwundern sich und verwundern sich stark. Und ja, wie kann es passieren? Ein Baum war gerade grün und er wird also jetzt so. Und dann diese verwunderte Gesichter sieht Jesus an und sagt, warum verwundert ihr euch? Ihr könnt auch sagen, diesem Berg, geh und wirf dich ins Meer. Und es passiert euch, wenn ihr im Glauben betet. Und alles, was ihr im Glauben bittet, wird auch passieren. Und es ist so interessant, dass er hier dieses so sagt. Aber wir wissen also, Jesus will nicht, dass wir Berge, also natürliche Berge, ins Meer versetzen. Aber er will, dass wir Probleme aus unserem Leben ansprechen. Wirklich, geh, verschwinde Probleme aus meinem Leben. Dass ich also wirklich mich freuen kann an dem, was mir Gott gibt. Dass die Probleme uns nicht in dem Weg stehen. Und er sagt, alles, was ihr im Glauben bittet werdet, werde ich euch geben. Und da ist es immer wieder für uns eine wichtige Frage. Ja, im Glauben. Glauben ist wichtig. Glauben ist Frucht. Auch wenn wir so diesen Feigenbaum schauen, warum hat er das gemacht? Ich denke, ein Beispiel für uns. Weil Gott verlangt von uns Frucht, ob es Winter oder Sommer, Frühjahr oder Herbst, immer, jede Stunde. Wir müssen Frucht bringen. Ein guter Baum bringt gute Frucht. Und das immer im Vergleich zu den Bäumen hier, die, sagt man, im Jahr einmal oder zweimal Frucht bringen.
Deswegen hat er das uns so ein Beispiel gebracht, dass wir sollen Frucht bringen. Und die Frucht ist dann, wenn wir bei Gott bitten und er erhört uns und wir können jemand helfen und wir können die Probleme versetzen wie Berge aus unserem Leben, dass sie nicht mehr in dem Weg stehen. Ich habe jemand erzählt darüber und sprach so mit Leuten darüber. Und einer sagt, manchmal ist der Berg auch nicht weg, aber der Herr gibt uns Kraft, dass wir über den Berg gehen und dass wir eigentlich Kraft haben, diesen Berg so überwinden. Wie auch immer, wichtig ist, dass der Herr uns erhört, unsere Gebete, wenn wir im Glauben kommen und dann können wir die Probleme aus unserem Leben wegtun. Nochmal den Gedanke, die Gemeinde, die Kirche ist dazu, um zu beten. Bitte kommt mit diesem Gedanken, betet, dass der Herr richtige Botschaft gibt, dass der Prediger gutes Wort für euch spricht, das euch hilft im Leben, also wirklich auch so leben, dass Gott mit uns zufrieden ist und dass wir Frucht bringen. Amen.